Ich habe gerade zu diesem Look hier und den Haaren ein Insta-Video gedreht. Ich versuche mal, das jetzt gleich noch zu schneiden. Ich weiß aber nicht, wann es online kommt, weil ich bin später auch unterwegs und habe heute Abend noch ein schönes Dinner. PH. Und genau, das wollte ich euch eigentlich nur kurz sagen. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Ich habe heute schon wieder Sport gemacht. Und ich kann euch jetzt endlich sagen, woher ich diese Kette hier habe und die dazugehörigen Ohrringe. Die habe ich ja bei meinen letzten Insta-Stories getragen. Und da haben mich am Samstag sehr viele gefragt, weil ich das da anhatte. Und genau, jetzt habe ich einen Code, 15%. Und der gilt 48 Stunden lang. Ich packe euch wie immer einen Swipe-Up-Link rein. Und ich habe auch noch diese Ringe hier. Die trage ich schon, seit ich das Paket bekommen habe. Also jetzt ein paar Tage schon. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr schöne Sachen haben sie aktuell. Und an alle Männer und Jungs, die gerade zuschauen und noch nicht wissen, was sie ihrer Freundin zum Valentinstag schenken möchten. Oder auch an alle Singles, die sich gerne selbst beschenken möchten. Es gibt auch Valentinstagsboxen. Also schaut da mal rein. Die sind auch sehr, sehr schön. Gibt es in verschiedenen Farben. Wenn ich richtig, richtig viel zu tun habe und die ganze Zeit am hin und her rennen bin und arbeiten, dann habe ich voll wenig Hunger. Ich weiß nicht warum. Ich überspringe dann irgendwie den Punkt, wo ich eigentlich Hunger gehabt hätte. Jetzt habe ich mir einfach ganz viel Gemüse gemacht. Und ja, damit ich wenigstens ein paar Vitamine zu mir nehme. So, ich bin jetzt beim BH Cosmetics Dinner. Oh Gott, ja, hier in Düsseldorf im Heil, das ist immer sehr windig. Und ich bin gerade in dem Raum, wo ich damals meine Release-Party gefeiert habe von meiner allerersten Palette. Genau hier war das. Und es sieht irgendwie viel kleiner aus, damit kam mir das so groß vor. Hier, meine Palette. Und Eddies.